Hallöchen, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Supraland. Weiter geht's. Und zwar könnten wir natürlich auch hier hin. Das ist mir auch gerade eingefallen. Und zwar versuchen wir jetzt einfach mal hoch. Mein Popschutz vom Mikro ist weg. Einfach weg. Habe ich das wieder gefunden? Genau, ist mir eingefallen, dass wir theoretisch uns diesem schöne Wundertonnen. Ne, vergiss es. Kacke. Wie komme ich zum Geier dahin? Aber das war schon erstmal nicht verkehrt, ne? Mit. Kann ich hier rauf? Nö. Wie ist denn sonst noch lang? Da? Vielleicht? Ich habe etwas Schwarzes gefunden. Okay, erstmal sind wir hier oben. Das ist schon mal gut. Ein weiteres Secret. Sehr schön. Blaster-Schaden plus 1. Immerhin. Plus 1 Schaden. Ist das ein Witz? Das schlechteste Upgrade ever. Ach komm. Sei mal nicht so. Ich bin da ja auch nicht so. Bitte gehen. Verdammt nochmal. Kacke. Das sah gerade so gut aus. Ich hätte mich theoretisch hochbuggen können. Ich weiß nicht, ob das gut gewesen wäre. Mach's nochmal. Tschu, tschu. Na, wir können da jetzt theoretisch rüberjumpen, aber das will ich gar nicht. Jetzt noch weiter. Naja, war nichts mehr. Hab zumindest jetzt nichts gesehen. So, einmal auf den Ast hier herauf. Nicht so gut. Okay. Das eröffnet mir ungeahnte Möglichkeiten. Ich muss irgendwie mit einem Blaster oder... Oh, shit. Aha. Zum Geil kommt das denn her? Also mir so ein Pop-up, so ein Pad, ein Jump-Pad holen. Ah ja. Hätte also... Hier war ich doch schon, oder? Ja, ich hätte also mir theoretisch noch diese Kiste holen müssen. Das Problem ist, ich will nicht immer wieder neu langjumpen. Muss irgendwo ein Jump-Pad geben. Aber wenn wir uns also erstmal auf die... auf diese große Coin dort konzentrieren, die will ich nämlich haben. Aber es kommt natürlich auch sein, dass ich dann von da hinten lang komme, weißt du? Okay, machen wir es erstmal nicht schwerer als es ist. Gehen wir erst einmal da hinten hin. Sehr gut. So. Da waren wir schon. Dann stampfen wir mal ein bisschen. Kein dauerhaftes Upgrade, okay. Ah ja. Verstehe. Ah, jetzt kann ich auf jeden Fall... Ja, cool. Das ist gut, das ist die Abkürzung, die ich haben wollte. Danke sehr. Dann, ich muss ja erstmal hochkommen. Na gut, schieben wir es wieder zurück. Ich muss da einmal erst die Kiste raufpacken. Ah, okay, mit dem roten kann ich gar nicht. Gar nicht dafür gedacht, dass ich da hinlaufe tatsächlich. Und flupp! Das ist schon echt lustig. Trotzdem ändert sich nichts an der Tatsache, dass hier noch trotzdem 1000 Secrets sind gefüllt. Und ich diese Coin, aber wie gesagt, von da kommen wir ja auch noch hin. Da müssen wir ja auch noch überall hin. Deswegen will ich erstmal nicht zu viel probieren, weil es gibt sicherlich einmal einen einfacheren Weg. Du hast nicht alle Fähigkeiten, die du brauchst, um dieses Rätsel zu lösen. Schaff es erst zum blauen Kristall. Ach, Menno. Aber hier ist ein... Da ist eine Kiste und eine Barrel.
Easy. Komm ich hier runter? Leider nein, schade. Bin ich hier völlig falsch? Kann das sein? Habe ich alles bisher umsonst gemacht? Aber kann ja nicht sein. Ich komme ja nicht mehr zurück. Das glaube ich, wo ich hier bin, ist schon okay. Trotzdem komme ich nicht weiter. Schaffe es das zum blauen Kristall? Das heißt, hier muss ich irgendwie zum blauen Kristall kommen, oder what? Wo denn ist der blaue Kristall? Der ist voll weit weg am Arsch der Welt. Dann gehe ich mal dahin. Wo bringt er mich hin? Das ist auf jeden Fall ein roter. Das heißt, hier kann ich mich nicht bewegen. In dieser Zeit. Hm. Ups. Bin rutschig. Komm erst zum blauen Kristall. Puh. Ich meine, da oben geht es ja auch noch überall lang, aber dann hätte ich ja gedacht, dass ich da wie anderweitig hinkomme. Wäre ich keinen Plan, wo ich jetzt lang soll. Der blaue Kristall ist irgendwie weit weg. Far, far away ist der. Muss ich denn doch hier rüber cheaten, mich oder was? Glaube schon. Oder muss ich. Ach guck mal, ich kann vielleicht hier rüber. Ich weiß nicht, auf die anderen Feld. Aber das ist ja genau die Kiste, die ich gerade schon geholt habe, ich Trottel. Nein, schoss mich nicht runter. Du bist unfair. Da wollte ich eben gar nicht hin. Gott, das schreckt mich nicht so. Aber es ist nicht verkehrt, ein paar Münzen zu sammeln. Und einen Mond habe ich ja auch schon. Da war ich nämlich schon, ich muss nämlich weiter hinter. Übersehe ich hier was? Ich glaube nicht. Toll, es ist ein Sack, der Typ. Sag mich, kann er nicht hin, obwohl ich mir den Arsch aufgerissen habe, um da hinzukommen. Aber der Kristall ist doch da hinten, ne? Mal schauen. Ich würde erstmal wieder mich gerne hier reinbacken. So. Ich glaube nicht, dass es ein Bug ist. No! Tu mir das nicht an! Ich bin so ein Horror. Ich bin so ein Horst. Aber ich komme hier doch wieder hoch. Hoffe ich. Nein, ich bin kacke. Oh Mann. Ich hätte springen müssen. Ich glaube, das, was ich mache, ist total umständlich. Aber ich will es machen. Let's go. Zeigen wir es dem Spiel. Zeigen wir dem Spiel, dass es auch anders geht. Ich habe übrigens nur noch 37 Leben. Aber ich habe immer eine gute Regeneration. Warum, da ist ja auch noch so ein Ding. Ich weiß gar nicht, ob das habe ich auch noch nicht benutzt. Ich muss hier nämlich rüber. Ich komme da nicht rüber. Eine Kacke aber auch. Mann, ey. Wo ist zum blauen Kristall? Aber wie komme ich hier weiter? Zum blauen Kristall geht es da hinten lang. Hä? Bin ich da nicht schon gewesen 100.000 Mal? Oder war ich... Ah. Ah, siehst du, den Weg habe ich... Ah, stimmt. Jetzt erschließt sich das ja alles mir wieder. Ich habe den kompletten Bereich hier vergessen. Ups. Mir ist etwas Komisches aufgefallen. Schalte den Schildgenerator ein und springe auf eines der Steingräber. Den einschalten. Ah ja, ich habe diesen kompletten Bereich aber vergessen. Ja, genau. Lass mal. Schalte den Shit-Generator ein und springe. Aua, hör auf damit. Naja, dann komme ich halt rüber, ne? Ist im Prinzip wie ein
wie ein festes Objekt, aber der ist doch eingeschaltet. Verstehe noch nicht so richtig. Ich will ihn ja ausschalten. Was brauche ich dafür? Aua, aua. Jetzt haben wir die Generation, nice. Okay. Dann werden wir jetzt alle kloppen, Leute. Nur noch 12 Leben. Da bin ich kein Schild, der Typ. Bam! Okay. Ja, Schildgenerator 1 bedeutet, ich kann über die festen Objekte rüberspringen. Aha. Ah, okay. Ah, so cool, dass man einen Dreifachsprung hat. Ich liebe ja Dreifachsprünge. Ein weißes Barrel. Muss ich noch rot färben? Ernsthaft? Ich mache mich ein bisschen irre. Ernsthaft, ich muss es färben gehen? Ja, gut. Kann ich nicht abgeben, ne? Ach komm schon. Immerhin, immer ein Barrel bekommen. Ein Barrel bekommen? Was wir jetzt einfärben dürfen? Ich sehe zwar gar nichts, weil das Ding einfach so gigantisch ist. Piu! Ein Radberall! Ein Radberall! Bis zu 25 Leben regeneriere ich, das ist natürlich ziemlich viel. Da können die nicht so schnell was gegen mich machen. So, let's go! Was kriege ich? Max Sünder Plus? 15. Wenn ich noch ein bisschen Geld kriege, dann kann ich ja beides kaufen. Ich glaube, ich nehme erstmal die Max. Ja, Max Sünder bringt mir eigentlich noch gar nichts, oder? Ach, die Blaster abklingt, das passt schon. Dein Blaster schießt jetzt doppelt so schnell. Bum, bum. okay. Nö, lass mal. Erstmal will ich nochmal darüber. Dann geht es nämlich noch weiter. Schauen wir mal. Naja, du hast mich gesehen. Kommst trotzdem nicht zu mir. Frage ist, ob ich hier hochkomme. Und davon will ich jetzt nicht unbedingt. Habe ich keinen Bock drauf. Oder ob ich von hier weiter darüber kann. Easy. Aber was mache ich jetzt? Nichts, wa? Ich glaube, mehr kann ich damit nicht machen. Da fehlt noch ein Blaster. Der mich nach oben bringt. Hey, nicht runterspringen. Kann ich da was anschießen? Nee. Das ist eine Schraubzwinge. Was sind die Fragen? Wie komme ich den Blaster an? Die sind alle total drauf geil, wenn ich schieße. Was ist das da hinten noch? So viele Geheimnisse, Leute. So viele Geheimnisse. Irre. Oh, wie schnell ich jetzt schießen kann. Das ist natürlich nice. Okay, das ist echt cool, dass ich jetzt so schnell ballern kann. Na gut, ich glaube, mir ist hier nicht. Also hier kann ich auf jeden Fall... Hm.
Da gibt es auf jeden Fall noch ein Holz, eine Holzplanke. Dann lass doch da lang laufen. Wäre doch eine Option, oder? Dass wir hier lang kommen. Schauen wir mal, wo es hier hingeht. Da ist noch ein Red Barrel, das sehe ich. Hey, hier ist noch eine Kiste. Toll. Toll! Die sind alle runtergefallen. Ah, ich könnte irre werden. Hier ist auch noch eine Coin. Hat das jemand gesehen? Meine Coins, meine Coins. Ihr dürft die nicht alle nehmen. Alles meine. Gut, dann bewegen wir uns in diese Richtung, wo der Pfeil hin seid. Dass ich das die ganze Zeit nicht gesehen habe, ich Trottel. Voll gefailt habe ich hier. Was ist hier noch? Hier auch noch eine Münze hingeflogen. Ich fliege einfach mal über die gesamte Map, ey. Ist ja irre. Ich kann die Holzgräber, glaube ich, immer noch nicht kaputt machen. Ich bin irgendwie zu doof dafür. Brauche ich den Schildgenerator für irgendwas? Haben wir da Schönes? Muss ich erstmal da hoch? Oder? Kann man das doch so? Okay, es verpufft irgendwie. Ich hätte gedacht, das wäre ein Elektroschuss. Nee, dann doch nicht. Nur noch ein paar Stifte. Und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal hier oben lang. Da war hier vielleicht noch was. Was haben wir hier Schönes? Echt offensichtlich. Tja. Ganz leicht gedrückt. Okay, war doch gut. Aber was er gesagt hat, ist irgendwie widersprüchlich. Schalte den Schildgenerator ein und springt auf eines der Steingräber. Also ich kann es auch mal machen. Ich bin ja neugierig. Ich bin mal auf eines der Steingräber drauf. Irgendwas passiert. Jump Pads. Und das ist ja lustig. Komm schon. Du feiges Stück, du. Oh, ein Regenbogen. Was haben wir hier? Okay. Wollen wir machen? Oha. Man kann es aufsammeln. Ich habe mit meinem Blaster etwas. Hey, ja, bin ja da. Heb einen Supraball mit einem Blaster auf, dann halt den Schussknopf und schieß, um ihn durch diese Ringe zu schießen. Ah ja. Diese Kraftfelder lösen Superbälle aus, sie fügen dir keinen Schaden zu, keine Sorge. Ah ja, okay. Das heißt, ich kann diese Superbälle nicht überall mit hinnehmen. Dann trotzdem noch einen mitnehmen. Komm her. Aber trotzdem ist die Frage. Er hat ihn wieder aufgelöst. Wo geht der Ball dahin? Da wieder hin, okay. Das ist die einzige Möglichkeit, hier hin zu schießen. Oh, was kann ich damit jetzt machen? Okay, ist schon mal gut, wir haben ein Jump-Pad. Aber sehr gut zu wissen, das was Rotes. Komm ich da rüber? Habe ich den gerade aktiviert, ja? Ah, das ist ja cool. Das heißt, ich brauche den Schildgenerator nicht mehr, kann ja so deaktivieren.
Weil wir jetzt das Jump Pad haben. Ich bin so oft, dass du schilderst. Aber ich kann ihn auf jeden Fall kaputt machen, den Schild. Sehr schön. So, ein bisschen Leben mit. Coole Sache, Leute. Wir machen mittlerweile mega viel Damage. Ich will aber eigentlich. Ja, dann geht's auf jeden Fall weiter, das ist richtig. Und du nervst mich, aber ich geh erstmal hier rein. Hier ist noch ein Red Barrel über mir. Oh, hier geht's. Wie komme ich da hoch? Wo geht's denn hier lang? Ach, Kacke. Jetzt kann mehrere gleichzeitig angreifen, aber sie können nicht immer auch mehr gleichzeitig angreifen. Nö, mein Superball ist mir zu wertvoll dafür. Zack! Zack! Sehr schön. Alle gekillt. Schilder ausgemerzt. Na komm her. Konnte mich leider nicht mit E aufnehmen. Okay, aber wo bin ich denn hier? Will ich doch bestimmt gar nicht hin, oder? Will auch bestimmt. Erstmal auf die Mauer da hoch. Ich will das Red Barrel haben. Oh, wo es hingeht, wenn wir hier weiterlatschen. Vielleicht sagen sie mir nicht, nein, du musst umdrehen. Tschüss. Kann sein, dass ich wieder am Anfang bin? Ja, oder? Ein bisschen viele Gene. Verdammt, ich habe einen Superball geschossen. Keine Blastermunition mehr. Oha, wo ist hier noch einer? Ding, 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 ding. Das ist noch eine Münze. Irgendwo heruntergefallen. Hier war ich noch nicht gewesen, ne. Ein neuer Bereich wieder mal. Tja, haha, ist eine gute Frage, wo ich lang muss. Ich glaube, ich werde erstmal den Kristall holen, oder? Hier sind mir einfach zu viele Wege. Da brauchen wir noch einen Schlüssel dafür, wa? Für dieses Rädchen. So, haben wir hier noch was Schönes? Wie komme ich hier rein? Nicht von oben auf jeden Fall. Okay, na dann lassen wir uns wieder zurücklaufen. Mal einen Knopf. Aha! Zum Einfärben. Ich zum Einfärben. Eine dicke, fette Abkürzung. Dum, 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 dum. Secret Area. Stampfradius plus 50 cm. Ach, das sind die Vergrößerung auf 2,5 Meter. Aber auch zum Damage machen wahrscheinlich, oder? Diese 50 von 250 verstehe ich halt noch nicht so richtig. Aber ich sehe mal, meine Freunde, wir sind bei 24 Minuten schon wieder. Wir müssen leider wieder eine kleine Pause machen. Aber wir machen in der nächsten Folge weiter, Leute. Versprochen. Wir sehen uns. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.